Ja, hallo alle zusammen und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal hier. Heute geht es um den momentan fast beliebtesten Bewohner meines mittlerweile wahnsinnig cool gealterten und patinierten, selber gemachten Pocket Slips. Das sieht ja irgendwie mittlerweile ziemlich cool aus. Seit ich auf Instagram aktiv bin, habe ich gemerkt, wie gut das Ding aussieht, gerade auf Fotos. Bevor ich hier anfange, ganz kurz die Umfrage. Braunes Band, blaues Blatt, geht das zusammen? Keine Ahnung, schreibt mir einen Kommentar. Heute geht's um das Great Eastern Cutlery bzw. Farm and Field Tool Nummer 71 in Muslin Micarta. Was eine Schönheit von traditionellem Arbeitstier. Das ist ja aus der Farm and Field Serie. Das ist von Great Eastern Cutlery die vierte Produktionslinie. Wir haben ja Tidio Cutlery, Northfield Unexcelled, Great Eastern Cutlery selber und Farm and Field Tool. Und das sind die wunderbaren Arbeitstiere hier. Die unterscheiden sich hauptsächlich von den anderen dadurch, dass die tatsächlich, das sind Arbeitsmesser, die sind so gedacht. Wir haben hier nämlich zum Beispiel, und das ist wohl einer der Hauptunterschiede, diesen, diesen dekorierten Pivot Collar hier mit F&F, also Farm and Field, USA und den zwei Sternen. Und da liegt in der Mitte die Klingenachse frei. Das heißt, wenn man jetzt bei wirklich harter Benutzung da Spiel entwickeln würde, könnte man mit einem Hammer und einem Durchschlag oder irgend sowas hier mit einem gezielten Klopfer die Klingenachse wieder ein bisschen fester machen, also den Pin stauchen und das Ganze wieder ein bisschen dem Ganzen wieder ein bisschen mehr Straffheit geben. Das finde ich persönlich richtig, richtig cool, weil seit ich das Ding bekommen habe vor ungefähr 3 Wochen, glaube ich zumindest, wenn ich mich nicht täusche, oder Monat ist es vielleicht schon her, oder es war schon vor Weihnachten, ich habe überhaupt keine Ahnung, habe ich das Ding des Öfteren schon mal wirklich hart benutzt, im Sinne von hart für ein traditionelles Taschenmesser, und das hat das vollkommen unbeeindruckt hingenommen. Also das Einzige, was vielleicht passiert ist, ist, dass der Klingengang noch ein bisschen schöner geworden ist als vorher, aber ansonsten keinerlei Beschwerden. Ich hatte das 71 schon lange, lange, lange auf der Liste und schon des Öfteren gejagt, und immer wenn dann mal welche in Produktion waren und Flo und Richie von Tools for Gents, von dem ich das hier habe, eins bekommen haben, dann war ich zu langsam und habe es irgendwie verpasst, und dann kamen die Muslin Micarta irgendwie mal mit einer Nachlieferung, und ich war auf der Seite und habe dann Flo sofort geschrieben, halt, ich brauche dieses Messer sofort, bitte mir reservieren. Und das Ding war dann gefühlt irgendwie morgen schon bei mir gewesen. Also immer höchsten Respekt an euch Jungs. Viel Spaß auf der Shot. Und also so viel dazu. Die gurken gerade in Las Vegas rum und haben da wahrscheinlich eine ganze Menge Spaß. Aber zum Messer selber. Das ist ja ein Swordbuster. Das ist wohl eins der ältesten und bekanntesten traditionellen Taschenmessermuster, die es gibt. Stammt ursprünglich aus Solingen, wurde dann mit Auswanderern in die USA exportiert und wurde da wahnsinnig beliebt, vor allem auch über die Case-Modelle, die es davon gab. Das ist so simpel, wie wohl ein Taschenmesser sein kann. Also wir haben so diese leichte Drop-Point-Klinge, deswegen auch der Spitzname Bullnose, wie man es hier sieht, beziehungsweise auf der Klinge. Das ist eine wirklich nützliche Klingenform, wenn ich mir auch manchmal wünschen würde, dass die Spitze ein klein wenig zentraler wäre, aber dann wäre es kein Bullnose mehr, also naja. Zum Messer an sich, Fit and Finish etc. Wenn man sich mal vor Augen führt, dass das die Arbeitsmesserlinie noch in Anführungszeichen unterhalb von Tidiot Cutlery von Great Eastern ist, ist das wirklich alles wundervoll. Wir haben absolut tight und dicht verbaute Stahlliner, nicht wie bei den anderen. Also das Messer ist All Steel, das heißt, wir haben keine Messing- oder keine Neusilberliner, sondern die Feder, die Platinen und die Klinge sind alle 1095er Carbonstahl und es ist alles perfektamente verbaut. Das Ende der Klingenfeder, das Ende der Rückenfeder ist nicht ganz waagrecht, aber who cares, also wirklich. Der ganze Rest ist traumhaft. Das Messer, der 90-Grad-Stopp ist schön definiert und knackig. Der Klingenstand im geschlossenen Zustand ist so perfekt, wie es wohl geht. Alles ist verschliffen, alles ist top. Und das ist die Arbeitsmesserlinie von GEC. Deswegen liebe ich diese Jungs in Amerika mit ihren klassischen Taschenmessern so, weil es da kaum jemanden gibt, der da im Moment rankommt. Außer diese Jungs hier, aber das ist eine andere Kategorie.
man hat hier praktisch ein Arbeitsmesser mit der Verarbeitung von einem, der, also wie soll ich, ihr wisst, was ich meine. Es ist erstaunlich, was man für den Preis für ein Arbeitsmesser an Qualität und Verarbeitung bekommt. Dann, das Merkmal dieses tollen Messerchens ist ja dieses Muslin-Micarta. Ich muss selber erstmal nachgucken, was das überhaupt ist. Muslin oder Muslin, französisch, ist diese Gewebesorte, aus dem dieses Micarta hergestellt ist. Und in dieser Natura-Variante sieht das doch einfach nur wahnsinnig geil aus. Es gab die Teile in dem Run auch noch als rotes Leinen-Micarta. Das sah natürlich auch absolut spitze aus, aber das hier gefällt mir fast noch besser. Das hat immer für mich so ein bisschen was von Schlangenhaut oder sonstiges Reptiliengetier. Das hat so viel Charakter, da sind so viele Details drin. Diese einzelnen dunklen Einschlüsse, was auch immer das ist, diese Höllenbereiche, diese dunklen Bereiche. Es ist einfach nur toll. Wenn wir mal Licht machen, vielleicht sieht das dann besser aus. Auch nicht so wirklich. Ein Traum. Also bei Tageslicht wäre das noch 5-mal besser zu sehen, aber das ist einfach nur spitze. Von der Performance her, das Ding ist ein richtiger, das was unter die Kategorie Nailbreaker oder Nailripper fällt. Das ist vom Zuggewicht her wahrscheinlich eine 8, eine gute 8. Man braucht zwingendermaßen den Daumennagel, weil gepinscht mit zwei Fingern bekommt man das so gut wie nicht. Und dann braucht man auch noch kräftige Daumennägel, weil da ist ordentlich Bums hinter der Feder. Und das ist ja für so ein Arbeitstier auch gut so. So einen sanften Pull, sage ich jetzt mal, wie bei dem Nummer 13, das hier steht, könnte man da nicht gebrauchen. Ansonsten ist die Klinge brutal dünn ausgeschliffen. Ich habe es nicht nachgemessen, aber es ist wahnsinnig dünn, wenn ich es mit anderen vergleiche, die ich gemessen habe, müsste das so 0,35 hinter der Schneide sein irgendwo. Und obwohl ich die Phase schon ziemlich hochgezogen habe hier, ist die immer noch brutal schmal. Also die Klinge schneidet, definitiv. Das ist ein Schneidwerkzeug, das kann ich auch sagen aus Erfahrung mit Holz zum Feuer machen jeden Abend und auch mit Obst etc. Das Ding schneidet wie der Teufel. Das ist absolut toll, tun aber so ziemlich alle GECs. Also da tut sich das hier auch, bricht sich da kein Zacken aus der Krone. Die Patina ist wunderbar, wie gesagt, auch mit künstlicher Beleuchtung kriegt man das hier nicht eingefangen, wie cool die Farben hier sind. Blau, lila, gelb in sämtlichen Übergängen. Einfach nur richtig, richtig cool. So, jetzt will ich noch kurz auf die französischen Allüren eingehen, von denen ich sprach. Mir ist aufgefallen, nachdem ich das Messer ein paar Tage hatte, dass ich ungefähr auf dieser Höhe hier unter dem Bullensymbol so eine kleine Delle in der Schneidkante hatte. Und dann war natürlich meine erste Vermutung, oh, die Rückenfeder wird doch nicht hier der Klinge im Weg sein. Und doch, es war so, da unten sieht man die kleine Delle in der Rückenfeder, da wo der Zentralpin durchgeht. Und ich habe dann Flo kontaktiert und er hat gesagt, ja, ob ich das vielleicht irgendwie fotografieren kann, damit er das an GEC weiterleiten kann. Und ich war dann aber zu neugierig und habe die Delle einfach rausgeschliffen und dann war erstmal eine ganze Zeit lang nichts mehr. Und dann dachte ich mir, okay, dann habe ich mit dem Schleifen wohl genau dieses Zehntel oder was weiß ich von der Schneidkante weggenommen, das dem da hinten im Weg stand. Und ein paar Tage drauf ist mir dann die Delle wieder aufgefallen. Ich habe es wieder rausgeschliffen, habe das Messer ein paar Mal auf und zu gemacht. So nach der Manier hier. Nach der Manier hier und es ist nichts passiert. Und dann dachte ich mir, okay, also irgendwas mache ich falsch. Und irgendwann mal ist mir beim Schließen aufgefallen, dass das Messer ein anderes Geräusch gemacht hatte als sonst beim Schließen. Und tada, die Delle war wieder da. Das lag aber an einem Bedienungsfehler, sage ich jetzt mal, von mir, weil ich den Halbstopp in dem Sinn übersprungen habe beim Schließen. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich es gemacht habe. Ich glaube so, also in der Art und Weise. Und habe das Messer in einem Zug zugeschlagen. Und da ist dann der Punkt, wo scheinbar genug Schwung auf der Feder ist, dass die Klinge tatsächlich ein klein wenig Kontakt hier unten mit der Feder bekommt. Wenn ich ganz normal den Weg gehe, Halbstopp, zu, passiert überhaupt gar nichts. Das ist also teilweise Bedienungsfehler von mir und ja, ein wenig enge Toleranz hier unten. Aber ihr müsst euch immer denken, mit jedem Schleifen nehmt ihr ein bisschen Material von der Schneide ab und entfernt sozusagen die Schneidkante im geschlossenen Zustand immer weiter von diesem Zentralpin. Ich habe bisher auch keine Delle mehr in der Schneidkante gehabt, solange ich immer nur schön den Halbstopp benutze und von da aus schließe. Also schiebe ich das mal auf einen Bedienungsfehler meinerseits.
Gut, ich hoffe, das war es jetzt halbwegs gewesen. Ich bin wahnsinnig begeistert von diesem Ding. Seit ich dieses Video von Randy Johnson damals gesehen habe in den USA, dachte ich mir, ich muss so ein Teil haben. Dann habe ich mich immer geärgert, weil ich keins bekommen habe. Und dank diesen Jungs hier habe ich es jetzt endlich. Ich bin absolut begeistert. Kann es nur immer wieder sagen. Und dieses Muslim-Mikata, das ist der Hammer. Das ist einfach nur geil. Ja, das war's schon wieder gewesen. Dann sag ich vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss.